Gemeinsam mit unseren Kollegen von der Hessenbahn freut sich der NVV mit dem Landkreis und dem Land Hessen, dass am 11. September endlich die Reaktivierung der Strecke Korbach-Frankenberg feierlich begangen werden kann. Wir werden in Herzhausen ein großes Fest feiern an der Station. Dort wird um 11.30 Uhr der große und schöne neue Eröffnungszug einfahren. Und dazu laden wir auch herzlich die Bevölkerung ein, mit uns gemeinsam dort zu feiern. Und am 11. September wird auch gerade für die jungen Leute abends von Planet Radio eine große Party ab 21 Uhr stattfinden. Wir laden herzlich ein, Samstag, Sonntag, wenn unsere Kollegen von der Hessenbahn federführend aktiv sein. Ja, da man ja nicht jeden Tag eine Strecke reaktiviert, haben wir das zum Anlass genommen, ein tolles Fest zu machen. Der Schwerpunkt Samstag und Sonntag liegt unter anderem dabei, auf 125 Jahre Burgwaldbahn auf die Reaktivierungsfeier der Strecke Frankenberg-Horbach. Und dazu haben wir uns viele historische Fahrzeuge eingeladen, die ein attraktives Programm auf der Schiene anbieten. Am Tag des Denkmals, am Sonntag, kann man also dampfende Zugloks und Dieseltriebwagen und Schienenbusse erleben, genauso wie die neuen modernen Fahrzeuge. Alle Kunden, alle Gäste, herzlich willkommen. Wir wollen Sie wieder an das Eisenbahnfahren gewöhnen. Und das Rahmenprogramm bildet eine tolle Show, wo wir mit vielen Ständen und vielen Informationen alle wieder an die reaktivierte Strecke gewöhnen wollen. Und wir freuen uns ganz besonders auch noch, wenn die Gäste dann abends noch da bleiben. Da haben wir ein tolles Abendprogramm, wo wir gemeinsam feiern können, dass die Strecke Frankenberg-Horbach endlich nach so langer Zeit wieder geöffnet wurde. Endlich biegen wir auf die Zielgerade ein. Am kommenden Freitag, den 13., werden wir die Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Korbach-Frankenberg erleben, was für mich persönlich ja eine Freude darstellt, und es ist politisch ein Meilenstein in Fortentwicklung des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Die Reaktivierung ist über Jahre hinweg von Kritikern sehr beäugt worden. Ich stand häufig im Kreistag in der Kritik. Aber am Ende des Tages werden wir sehen, dass es sich gelohnt hat, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Übrigens sehr im Einvernehmen mit dem Land Hessen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass vor allen Dingen junge und ältere Menschen von diesem Angebot Bahnfahren Gebrauch machen werden. Wir werden in den nächsten Jahren steigende Fahrgastzahlen sehen. Zumal mit der Reaktivierung auch die Bahnsteige so gut hergerichtet sind, dass sie tatsächlich vorzeigbar sind. Und die Bahnreisenden auf der Strecke zwischen Korbach und Kassel nähren diese Vermutung, denn auch dort sehen wir seit Jahren steigende Fahrgastzahlen, womit wir am Anfang so gar nicht gerechnet hatten. Das Hinterland-Radio. Das Beste aus der Region.